So, selten so viel Redebedarf gehabt vor einem Interview. Ja, ne? Zum Ende des Jahres sitzen wir hier. Du haust dein zweites Album raus, Medusa. Loredana, herzlich willkommen. Wie geht's dir? Dankeschön. Gut. Gut. Ich glaube, gut. Ja, ist ein wahnsinniges Jahr gewesen. Nicht nur für dich, natürlich für die ganze Welt mit Corona und all dem, was auch privat in deinem Leben passiert ist. Vielleicht steigen wir da ein. Fast genau auf den Tag vor einem Jahr haben wir uns getroffen. Ja. Auch hier in Berlin. Damals haben wir über das erste Album und um 2019 gesprochen. Da ist auch extrem viel passiert. Jetzt steht Hannas zweites Geburtstag vor der Tür. Ja. Zweiter Geburtstag. Vielleicht fangen wir da an. Wie geht's ihr? Wie war das Jahr für sie zusammen mit dir auch während der Quarantäne? Deine Tour wurde abgesagt. Du hast einfach extrem viel Zeit mit Hanna verbracht. Ja, also für mich war es eigentlich fast ein Jackpot. Kennst du so, ja, weil die Anfangsjahre halt so wichtig sind von einem Kind. Mhm. Und ich hatte halt viel mehr Zeit, vor allem als so komplett der Lockdown war, ne? Ja. War ich so die ganze Zeit mit ihr. Ja. Ihr geht's gut. Sie kann jetzt endlich so richtig reden. Also die kann schon so Sätze zusammenbauen oder was auch immer. Auf, boah, das ist jetzt aber krass. Spricht sie Deutsch, Schweizerdeutsch oder Albanisch? Alles. Alles gut, oder irgendwie, es ist ganz komisch, du kannst mit ihr alles reden, Englisch, versteht sie echt, auch, ja, okay. Deutsch, Albanisch und Schweizerdeutsch, klar, wir reden krass. Alles so ein bisschen gemischt, aber sie versteht komplett alles und gestern, das war gerade halt mega witzig, wir haben gestern mit ihr telefoniert und sie hat mit ihrem Vater, mit Mosik geredet und irgendwann mal haben wir gesagt, okay, tschüss Hannah und sie so, tschüss, Papa, gute Nacht, schlaf schön, tschüss, tschüss. Und ich so, was? Hat sie das jetzt, Digga, in einem Satz gesagt? Krass. Das war ganz komisch. Sie ist jetzt halt in dieser Phase, wo sie so die Sätze zusammen macht. Mhm. Und die macht das sehr gut. Sie ist, ich glaube, sie ist für ihr Alter ein bisschen mehr, als sie sein sollte. Aber das ist völlig cool für uns und... Ey, ich meine, sie hat zwei Eltern, die mit Sprache ihr Geld verdienen, weißt du? Du bist Musikerin, ihr Vater ist Rapper, so. Das passt ja natürlich wie die Faust aufs Auge. Du hast letztes Jahr, als wir im Interview waren, hast du gesagt, du verpasst viele Sachen, die sie zum ersten Mal macht, weil du auf Tour bist, Video drehst, etc., etc. Was waren so die Schlüsselmomente vielleicht dieses Jahr, wo du dich gefreut hast und da warst und dir dachtest so, Jackpot, das kriege ich gerade mit? Das ist jetzt voll witzig, ich werde bestimmt wieder so voll die Hater-Kommentare kriegen, aber das Witzige war halt irgendwie, wo die einfach... Sie hat mich mal gehört, ich habe irgendwas umgefallen oder so und dann hat sie mich gehört, dieses Wort sagen und irgendwann mal hat sie irgendwas gemacht, irgendwas auf den Boden geschmissen und sie so, Scheiße. Ich so, was? Ja. Sie so, Scheiße. Mhm. Und kennst du so, Bro, die ist dann eine Woche auf dieses Wort hängen geblieben. Ja, ja, na klar. Und das ist mir so auf den Sack gegangen, ich habe die ganze Zeit angeschrien und so und meinte, nein, das sagt man nicht. Und irgendwann mal habe ich dann gemerkt, umso mehr man ihr das sagt, die macht das extra und irgendwann mal, sie hat Scheiße gesagt und ich so, ja, ja, kein Problem. Ja. Und alle gucken mich an. Ja. Dann hat sie aufgehört und jetzt ist sie halt in dieser Phase, wo die so einfach, das, was ich mache oder was ihr Vater macht oder was meine Schwester macht, weil sie gerade im Moment auf sie aufpasst, will sie halt auch machen. So, sie sieht mich jetzt schminken oder so und dann will sie auch so schon Lippenstift. Die geht schon ins Badezimmer rein, auf einmal sie kommt raus, alles roten Lippenstift. Ich denke mir, Alter, was hast du mit meinem Lippenstift gemacht? So, dann nimmt sie so Shampoo, ne, macht so auf den Boden und alles voll schlimm. Also, du kannst sie auch nicht mehr so krass kontrollieren, weil die halt schnell geworden ist. Ja, voll. Und die geht ganz schnell, und übelst leise in dein Zimmer, wenn die eine Kacke baut. Ne? Ich sag so, Hannah, und ich höre nichts. Ne? Ich so, Hannah, dann weißt du schon direkt, was begann. Und ich so, okay, Scheiße, was macht ihr gerade? Ne? Und dann gehst du und machst sie so, so von wegen, was ist? Ja. Aber es, sie ist auf jeden Fall schnell gewachsen, glaube ich auch. In der Corona-Zeit auch, weil man so viel halt mit Corona-Sachen zu tun hatte, fand ich das so komisch, dass sie halt nicht so wirklich ihre Kindheit oder ihr, die ersten zwei Jahre halt von ihr sind halt so, man ist viel draußen, finde ich, weil sie muss ja ein bisschen Gras kennenlernen und, so, genau, und Sand und mit Kindern spielen. Ja. Und das ist so weg gewesen, weil wir sind so Spielplatz gewesen, aber da war leer. So, da ist einfach nur Hannah. So, kennst du? Ja, das stimmt, das ist natürlich ganz krass, komisch. Die ganzen psychischen Auswirkungen von Corona, über die redet man voll wenig. Gerade erstens, dass Leute generell einsam zu Hause sind, während Lockdown, ihre Freunde nicht sehen, Familie nicht sehen, etc. Klar. Und das ist natürlich auch ein krasser Punkt für die ganzen Kids, die jetzt aufwachsen, 2018, 19 geboren wurden, ihre ganze Jugend jetzt quasi dieses ganze Jahr im Lockdown verbracht haben. Das ist natürlich crazy. Versteht sie denn mittlerweile ein bisschen mehr, was ihre Eltern so machen, dass ihr Rapstars seid? Weil das ist natürlich jetzt nicht der klassische Beruf, wo du morgens weg bist, abends zurückkommst.
Versteht sie so, wie viele Augen auf euch gerichtet sind, was ihr für eine Bedeutung für andere Menschen habt? Nee, ich glaube nicht. Also die ist noch zu klein dafür. Was sie auf jeden Fall versteht, ist halt Fernsehen. Okay. Die sagt dann, die sagt dann YouTube und ich sag ja, Mama, Papa, ne? Und dann will sie beide so die Videos einfach sehen. Und Bonnie und Clyde gucken. Genau, nee, tatsächlich ist es eiskalt, ihr Lieblingssong. Da dreht sie völlig durch und wenn du ihr Hannah anmachst, das war früher halt nicht so, als sie eins war, wenn ich ihr jetzt den Song Hannah anmache, dann heult sie einfach. Also crazy, nicht richtig wirklich heulen, sondern sie macht Hannah, Mama und das ist alles nur für Hannah und die heult so richtig mit. Ich denke mir so, was ist das denn? Also die entwickelt sich gerade und ich glaube, es ist noch nicht an diesem Punkt, wo sie sagt, okay, was haben jetzt die Leute, warum erkennen die Mama und so. Ja. Die ist noch zu klein und ich bin auch froh darüber, dass sie noch das noch nicht checkt, weil ich glaube, wenn sie dann älter ist, sind wir schon weg aus der Musikbranche, hoffentlich. Wer weiß, wer weiß. Es ist witzig, dass du gerade dein Intro von King Glory ansprichst, Hannah, weil Mosik hat natürlich auch sein Album dieses Jahr rausgebracht. Auch sein Intro hieß Hannah, war der Tochter gewidmet. Ihr habt, glaube ich, auch mehr Zeit verbracht, als die Leute so dachten, vielleicht Anfang des Jahres. Es kamen jetzt in letzter Zeit ein bisschen Bilder auf. Du warst im Kosovo, er war in der Schweiz. Ich meine, du hast von Anfang an gesagt, ihr habt eine Tochter zusammen, ihr werdet immer noch Zeit miteinander verbringen. So, das ist etwas, was in eurem Leben nie weg sein wird. Bist du es leid, dass dann immer wieder diese Gerüchte aufkommen? Oder wie wirkt es für dich? Also natürlich ist er der Vater deines Kindes, du bist die Mutter seines Kindes. Natürlich werdet ihr Zeit miteinander verbringen, so, aber es ist immer dann wieder die Gerüchteküche brodelt, wenn ihr euch seht und mit Hannah zusammen seid. Wir sind auch mittlerweile alleine unterwegs, also muss nicht immer unbedingt Hannah sein. Mhm. Und ich finde, das hat auch gar nichts damit zu tun. Ich finde auch, das Kind hat gar nichts damit zu tun, weil wir sind 4 Jahre zusammen gewesen und das ist nicht wenig. Also ich finde, mit 4 Jahren jemand zusammen zu sein, sollte man schon können, mit einem Menschen noch einen Kaffee trinken zu wir sind gemeinsam groß geworden, also wir waren so fast praktisch Teenager, dann irgendwie halt älter geworden zusammen und dann geht man sich einfach aus dem Weg, das geht nicht. Das geht auch nicht in einer Beziehung, wo halt gar keine Kinder existieren. Klar, unser Glück ist Hannah, dass wir uns immer wieder halt sehen und treffen und miteinander klarkommen. Dass wir halt in der Öffentlichkeit immer wieder zu sehen sind wir sehr ungerne, weil man merkt, dass es wirklich Leute gibt und dass die Öffentlichkeit, dass es sehr viele Menschen gab, die sich auch irgendwie darüber gefreut haben. Und das fand ich so krass. Also über die Trennung meinst du? Genau, also ja, dass sie das voll cool fanden und gesagt haben, ja, voll geil, zum Glück ist Mosik von Loredana weg oder Loredana von Mosik. Loredana funktioniert besser als Mosik oder Mosik funktioniert besser als Loredana. So, ey, das hat gar nichts damit zu tun. Und ich wollte eigentlich nicht mehr, dass sie sehen, dass wir uns verstehen und halt zusammen unterwegs sind. Mhm. Aber ob man jetzt zusammen ist oder nicht zusammen ist, spielt ja gar keine Rolle. Ja, du hast letztes Jahr auch schon gesagt, natürlich all das, was du gerade gesagt hast, 4 Jahre, man ist sehr jung zusammengekommen, man erlebt Dinge, man verändert sich vielleicht, es kommen Hindernisse, für die man in dem Moment zu jung ist, um sie zu überkommen. Plus, ihr seid beide Rapstars. Also das ist natürlich ein enormer Druck, der auf ihm lastet und auf dir auch lastet. Die Pause oder dieser kurze Abstand hat euch tatsächlich dann auch so gut getan, wie ihr Anfang wahrscheinlich erhofft habt, als ihr dann die Pause eingelegt habt, oder? Ja, safe. Also auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt sehr selten, glaube ich, ich kenne irgendwie niemanden, der ein Rapper ist und eine Rapperin und die zusammen sind. Weißt du, so in Deutschland rede ich jetzt, besser gesagt Europa sogar. Mhm. Ich kenne jetzt halt Cardi B und Offset, aber bei denen hat es ja nicht lange gedauert. Und bei uns war es dann so, dass wir hatten schon viel Stress halt. Und es ist auch so, dass man verschiedene Meinungen hat, dass er vielleicht seinen Weg gehen will und ich meinen Weg und dann fängt der Konflikt an und dann der Druck, wie ich das letztes Jahr eigentlich gesagt habe, wir sind jung und wir waren einfach gerade dabei, uns selber kennenzulernen und ich finde, man wächst immer mehr und mehr und ich fühle mich eigentlich erst seit so einem Jahr richtig erwachsen. Also vor einem Jahr, als wir uns gesehen haben, war ich erst noch in der Entwicklung, so gesagt, mit mir selber, hört sich voll komisch an. Ja klar, es ist eine Findungsphase permanent. Und dann habe ich halt jetzt in der letzten Zeit so gemerkt, so krass, Alter, deine Denkweise und dein Verhalten und dein Charakter hat sich schon geändert. Also und deswegen, ich bin sehr froh darüber und er auch. Wir sind beide erwachsene Menschen, wir respektieren uns. Mhm. Wir sind, unsere Familien kennen sich, weißt du, ich meine das ist nicht so leicht. Und für mich ist einfach nur Respekt das Wichtigste. So. Und alles andere, ey,
Hauptsache, wir sind gesund und alles andere spielt keine Rolle. Ja, du hast gerade selber gesagt, du hast dich ein bisschen gefunden im letzten Jahr und so weiter. Das sind ja auch irgendwie zwei parallele Welten. Einmal du als Rockstar und du als Mama. Das sind normalerweise zwei Sachen, die vollkommen unterschiedlich sind. Ja. Du versuchst dich schon irgendwie so zu vereinen. Also du bist jetzt nicht der Rockstar, der irgendwie keine Fotos vom Kind postet. So, du bringst Hannah in deine Insta-Stories und so. Du zeigst schon, dass sie ein extremer Teil deines Lebens ist. Trotzdem ist es schwierig, beides unter einen Hut zu bekommen. Vielleicht auch, also persönlich einfach, dass man zu Hause ist und in dieser Rolle als Loredana, die Performerin oder der Rockstar gefangen ist. Oder auch andersrum. Wie balancierst du das? Boah, ich kann das einfach super abstellen. Okay, ich krass. Ich habe da nicht wirklich Probleme damit. Ich bin auch, wie gesagt, hatten wir ja vorhin auch das Gespräch, wenn ich jetzt auf Interviews bin oder meistens auf so eine Live-Show vielleicht, mag ich es halt mehr, wenn man so ein bisschen chilliger aussieht. In einem Videodreh kann ich ja nicht ungeschminkt stehen. Also würde ich sehr gerne machen, um ehrlich zu sein. Und ich würde auch sehr gerne die ganze Zeit so aussehen, wie ich jetzt aussehe. Aber ich glaube, das wird halt langweilig für die Leute. Und ich bin so ein Mensch, so, wenn ich zu Hause bin, dann bin ich zu Hause. Und dann bin ich da. Ich finde, das hat auch ein bisschen mit Bodenständigkeit zu tun, dass du das abstellen kannst, dass du so checkst, so, ey Digga, komm ein bisschen von deinem Film runter. Du bist jetzt zu Hause und du bist Mutter. Ganz normaler Job, weißt du, so. Ja. Es alles, also es, ich glaube, das hat viel mit Bodenständigkeit zu tun, dass man das so balancieren kann. Ja, jetzt war dieses Jahr natürlich nicht nur eine Findungsphase für dich, nicht nur Lockdown und viel Zeit mit deiner Tochter, sondern auch eine sehr schwierige Phase für dich dieses Jahr. Gerade für die Person Loredana in der Öffentlichkeit war das eine sehr schwierige Zeit. Du hast es auf deinem Intro kurz angesprochen, dass dieses Jahr irgendwie größtenteils für dich als Künstlerin aus dem Schweigen bestand, dass du schweigen musstest zu einem ganz bestimmten Thema. Die Betrugsvorwürfe, der Prozess von letztem Jahr, der hat sich auch dieses Jahr verfolgt, bis vor kurzem. Du hast gezeigt, dass du telefoniert hast mit der Geschädigten, Petra Z., wie sie genannt wurde in meinen Medien. Vielleicht erstmal, wie ist der Stand aktuell mit ihr, mit der Frau? Wie ist dein Verhältnis zu ihr? Sehr gut eigentlich. Also wir verstehen uns. Das ist halt so eine lange Geschichte, aber ich bin auch so, ich bin eigentlich ein bisschen auch froh darüber, dass manchmal so eine Sachen passieren. Also jetzt nicht diese Sache, damit man mich jetzt nicht wieder falsch versteht, weil egal, was ich zu dieser Sache sage, Bro, es ist einfach so, dass ich einfach so gelöscht worden bin. Also es ist einfach so wir akzeptieren gar nichts mehr. Also das ist halt voll schlimm, dass ich auch so fast gelassen habe zu reden und zu sagen, ey, Digga, ich verstehe mich mit ihr und das ist für mich sehr wichtig gewesen, dass ich mit ihr im Guten auseinander bin und wir telefonieren auch immer noch und wenn sie was braucht, bin ich da. Es ist alles kein Problem. Und zu dem anderen, warum ich manchmal froh bin darüber, dass so eine Sachen passieren ist, weil bei mir ist es immer, also mein Traum war immer, Musik zu machen, so. Aber ich war nie dafür da, dass ich mit Musik gezwungen versuche, ein Vorbild zu sein. So. Das heißt jetzt gar nichts damit, ich will jetzt nicht sagen, ich wäre ein schlechtes Vorbild oder ein gutes Vorbild, sondern ich mache Musik nur, weil es mir Spaß macht. So. Und ich bin jung und ich kann nicht von mir behaupten, dass ich jemandem sehr viel beibringen könnte, weil ich habe, wie gesagt, ich bin immer noch in meiner Entwicklung. Also ich merke immer noch, dass ich manchmal sehr viele Fehler mache und manchmal sehr wenige Fehler mache. Und gerade jetzt bin ich in so einem Zeitpunkt, wo ich so meine Balance gefunden habe und weiß halt, was gut und schlecht ist. Und ich sage das halt in sehr vielen Interviews so, also mir ist egal, ob die Leute gut oder schlecht von mir denken. Für mich ist es wichtig, dass wenn du meine Musik hörst, du zu meiner Musik eine Note geben kannst, so wie in der Schule, und sagen kannst, das ist eine 5 oder eine 1. Und das war's. So, rede nicht über mein Aussehen, rede nicht über meine Privatsphäre, rede nicht über meine schlechten und guten Seiten. Das hat dich einfach nicht zu interessieren. Ich kann komplett nachvollziehen, dass du sagst, ey, bei mir als Musikerin soll es um die Musik gehen am Ende des Tages. Was ich im Privatleben mache, hat eigentlich niemanden zu interessieren. Die Realität ist natürlich leider, dass du als öffentliche Person natürlich alle Augen auf dich gerichtet sind und du nach allen Dingen gemessen wirst, wo Privatpersonen eben nicht gemessen werden. Hattest du nie das Gefühl in diesem einen Jahr oder in dieser ganzen Phase, während diese ganzen Vorwürfe aufkamen, dass es am meisten helfen könnte, deine Situation zu normalisieren, wenn du drüber redest oder etwas dazu sagst? Nee, also ich wollte es gar nicht normalisieren. Ich wollte das einfach, also wo es vielleicht hätte schaden können und was auch nicht passiert ist, sondern
mit der Zeit wieder aufgegangen ist, ist, dass man vielleicht nicht mit jedem arbeiten kann, weil das ist auch im Rap so, so ohne dass du irgendwelche Vorwürfe hast, wenn du Rapperin bist oder Rapper, das war vor allem früher so, das hat sich jetzt, halt mit der Zeit ist es gekommen, dass man endlich verstanden hat, okay, man kann Nike-Deal auch mit einem Rapper machen, weil das ist cool. Ja. Und ich glaube, das ist genau dasselbe mit den Vorwürfen. Also wenn du irgendwie ein Gericht vor dir hast oder keine Ahnung was, dann wollen die nicht mit dir arbeiten. Aber ich bin ja unschuldig. Weißt du, ich meine so, ich habe keine Straftat begangen. Also das Einzige, was ich vielleicht in meinem Leben gemacht habe, ist fahren ohne Erlaubnis. Und das war es dann auch. Und ich finde, ich muss nichts normalisieren, weil ich mache doch nichts Schlimmes. Ich kann dir nichts sagen, Ari, ich bin so ein Mensch, so, mich juckt das alles nicht. Mhm. So, solange, ich mache mir eher Sorgen, wie es sein wird, wenn Hannah älter wird. Mhm. Also, ob sie mir diese Fragen stellen wird, Mama, warum haben Leute sowas Komisches geschrieben? Also, ich finde das schon mega krass. Also, ich habe schon Hater-Kommentare, wo ich schon manchmal hinsetze und denke so, krass, Alter. Und dann gibt's wieder Momente, wo ich so denke, okay, Alter, der das war's mit dem, den kannst du nicht weiterhelfen. Du wirst nur dumm. Wenn du eine Story machst und sagst, was seid ihr für Menschen, das wird nur noch schlimmer. Und ich hab's aufgegeben. Ich habe einfach gesagt, ey, macht was ihr wollt. Entweder für mich ist nur wichtig, ob meine Musik läuft. So, weißt du, was ich meine? Und nur das interessiert mich. Mich interessiert nicht, was die Leute von mir denken oder ob die denken, ob ich sympathisch bin, unsympathisch, ob ich dumm oder keine Ahnung was bin. Ja. Trotzdem hast du es auf deinem Intro auch kurz angesprochen. Also der erste Teil deines Intros quasi, das erste, womit du in dein Album reinkommst, ist natürlich so eine Reflexion von der ersten Hälfte des Jahres, was alles passiert ist. Und dieser Druck, der irgendwie dann doch schon noch auf dir gelastet hat. Klar. Und du hast diese eine Zeile, wo du sagst, ich war bereit, seine Schulden zu bezahlen, aber Schweiz machte Druck. Gerüchten zufolge, wurde das Geld zurückgezahlt an Petra? Kannst du dazu was sagen? Ist damit quasi die Anklage fallen gelassen oder wie ist die juristische Situation momentan? Also gezahlt wurde es auf jeden Fall, die hat ihr Leben zurück. Mhm. Das war mir am wichtigsten, dass sie jetzt nicht im Existenzminimum lebt oder was auch immer. Also man hat ja gehört, die konnte, keine Ahnung was, nicht bezahlen. Ja. Und ich bin so ein Mensch, so, ich habe nicht zugeschaut oder so. Also niemals im Leben, sondern man muss... Es ist nicht wenig Geld, dann begleichst du halt eine Schulde von jemand anderem, ist egal von wem, aber es ist halt nur so eine Schweigesache. Für mich ist richtig, ihr geht's gut, alles ist super. Petra ist wieder motiviert und in ihrem Leben zurück und nur das war für mich wichtig. Eine Nebenwirkung hatte die Anklage natürlich, wenn sie nicht fallen gelassen worden wäre, das war die Möglichkeit der Abschiebung. Ja. Tatsächlich, weil du keinen Schweizer Pass hast. Krass, du bist dort geboren und aufgewachsen in der Schweiz, hast keine Staatsangehörigkeit. Wie war die Situation für dich, als dir das bewusst wurde? Ich habe eine Petition gestartet mit 200.000 Unterschriften. Bro, das war, ich sag dir ehrlich, so weit haben wir eigentlich gar nicht gedacht, weil wir wussten, das wird niemals passieren, dass ich angeklagt werde oder was auch immer, wer da für eine Scheiße gebabbelt worden ist. Aber ich glaube, das wäre das Schlimmste für mich gewesen. So, wenn du mir sagst, so Loredana, womit sollen wir dich verletzen, dann ist es mit Schweiz. So, ich sag dir ehrlich, immer wieder sage ich, die Leute mögen mich nicht so sehr da. Und auch Mosik sagt ab und zu mir so, Mann, Loredana, die Schweiz mag dich nicht und so. Wir müssen mal weg von hier. Und ich sag, bitte nein. Ja. Ich liebe die Schweiz so. Mich juckt das nicht. Also ich glaube, damit hätte man mir sehr weh getan. Und jetzt mittlerweile so, oh Gott, ich will unbedingt Schweizer Pass. Kennst du einfach diesen roten Pass mit dem Kreuz? Ja. Weil ich fühle mich auch so halb Schweizerin manchmal. Und ja, klar. Halt Albanerin. Mhm. Aber ich liebe die Schweiz. Ich bin der absolute Schweiz-Fan. Bro, gib mir eine, keine Ahnung, was für Villa in L.A., ich komme nicht. Ja, das hast du schon ein paar Mal gesagt. Ich finde das echt beeindruckend, dass du deine Zukunft auch so krass in der Schweiz siehst und so. Das ist natürlich crazy. Du hast jetzt gerade das Kreuz auf dem Schweizer Pass angesprochen. Das Kreuz ist generell ein Symbol, was die letzte Zeit dich viel begleitet hat. Letztes Jahr beim Interview hattest du eine riesen Kreuzkette an. In deinen Videos trägst du die gleiche Kette, glaube ich, auch immer wieder. Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das seit 2019, wo du mit dem Tod deines Vaters und mit all dem, was dieses Jahr auch passiert ist, viel näher der Religion kamst, als jemals zuvor in deinem Leben. Wie war die Entwicklung für dich und was für einen Stellenwert hat Religion in deinem Leben? Religion jetzt nicht wirklich Religion, sondern einfach Gott. Ne? Mhm. Ich bin halt ein gottgläubiger Mensch und
Ich glaube, das hat mich so ein bisschen stark gemacht. Also ich habe mich, umso mehr es mir schlechter ging, umso mehr habe ich eine Bindung dahin gesucht. So. Das, weil ich wollte nicht in der Psychiatrie landen, weißt du, was ich meine, oder zum Psychologen. Sondern ich wollte mir einfach selber helfen. So. Und für mich war selber helfen einfach die Bindung zu Gott am wichtigsten. Und ich glaube, wenn man dann so eine Bindung hat, dann fühlt man sich halt viel besser und reiner und ruhiger. So. Keine Ahnung. Also es ist so, ich bin halt ein gottgläubiger Mensch, aber seit ich klein bin, weil ich so aufgezogen worden bin. Mhm. Und klar, irgendwann mal machst du dir dann selber Gedanken, so ist das überhaupt das Richtige für dich? Also irgendwann mal, auch in der Quarantäne, habe ich halt viel Zeit damit verbracht, dass ich mich irgendwie interessiert habe, was eigentlich so Gott für mich ist. Weißt du, so, man hat immer an Gott geglaubt, aber nicht wirklich so hundertprozentig dahinter gestanden. Man hat sich immer wieder so Fragen gestellt und dann sind mir halt ein paar Sachen passiert, wo ich so dachte, okay, krass. Mhm. So, das hätte ich niemals gedacht. Und mein Vater war halt sehr religiös. Sehr, sehr, wirklich sehr religiös. Und der hat dann immer, ich habe immer als Spaß zu ihm gesagt, ich sag, ach komm, du hast immer Angst zu sterben und so. Und der so, was? Er so, du wirst sehen, wenn ich sterbe, ich werde das beste Datum holen. Und der war halt übelst katholisch. Mhm. Und ich so, ja klar, also nur gebabbelt, ne? Für mich war das. Und als er dann gestorben ist, als er krank geworden ist, war es eben, als Jesus aufgekreuzt worden ist und dass er dann gestorben ist, war es Auffahrt, also Himmelsfahrt. Und das ist so in der Bibel so ein Tag, man sagt, man stirbt dann nie. Also du wirst diesen Menschen mehr spüren als andere Menschen. Und dann hatte ich auch Träume. Ich bin ein Mensch, ich träume sehr selten und ich schlafe sehr gut, also mega. Und von ihm halt geträumt so. Und ich habe dann gemerkt, es gibt so Träume, wo du merkst, dass es er ist. Und es gibt die Träume, die einfach da sind, weil du den ganzen Tag den Gedanken an ihn hattest. Ja. So, und ich hatte dann dieses Spüren einmal, was echt und was unecht ist. Und das war so krass. Also, so, mir ist viel passiert, wo ich so halt gemerkt habe, okay, das kann nicht einfach Zufall sein. War das jetzt während der Quarantäne dieses Jahr? Auch, ja. Ja, weil ich weiß noch, letztes Jahr, als wir gesprochen haben, also der Tod war natürlich 2019. Und da hast du Ende des Jahres gesagt, ey, ehrlich gesagt, dieses Jahr war so schnell, es sind so viele Dinge gleichzeitig passiert, dass ich kaum Zeit hatte, sowas Großes zu verarbeiten in meinem Leben. Weil bevor ich das verarbeiten konnte, ist schon das Nächste und das Nächste passiert. Nicht nur um Zeit mit deiner Tochter zu verbringen, war vielleicht Corona und Lockdown auch eine Zeit für dich, um diese Dinge zu verarbeiten und einfach alles, was letztes Jahr passiert ist, mal so Zeit zu haben, wirklich zu Hause zu sitzen und zu überlegen, okay, was ist eigentlich mit mir als Mensch passiert und in meinem privaten Umfeld alles passiert. Lass dir Zeit. Wir können kurz Pause machen. Brauchst du Taschentücher? Alles gut. Möchtest du darüber sprechen oder sollen wir das lieber skippen? Nö, alles gut. Zeit zu verarbeiten hatte ich gar nicht. Das war halt das Schlimme daran, finde ich. Weil ich glaube, ein Mensch braucht einfach ein bisschen, einfach seine Zeit. Ja. Und die war halt nicht da. Boah, das ist hart. Ich meine, ich durfte das Album hören. Und nach dem ganzen Gespräch, was wir jetzt hatten, all das ist passiert. Und jetzt kommt so ein zweites Album für dich. Das Album, was man gemeinhin sagt, ist das schwerste eines Künstlers in der Karriere. Ja. Weil mit dem ersten kommt man, es gibt kaum Erwartungen, man kann so ein bisschen die Leute überraschen und so. Man hat auch noch keine Vorerfahrung, hat noch keine Ängste vielleicht vor dem ersten Album so richtig. Klar. Beim zweiten, es lastet so viel Druck auf dir. Du sagst es auf deinem Intro, direkt 500.000 Streams mittlerweile gesammelt. Unfassbarer Druck. Du bist einer der ganz wenigen Künstlerinnen, die mit jeder Single abliefern. Alles geht Top Ten, alles, was du anfasst, ist Gold. Wie war die Gefühlslage über dieses gesamte Jahr für dich als Musikerin mit Hinblick auf das Album? Also wann wusstest du so richtig, okay, das ist das, was ich mit dem Album machen will? Und wie war die Entwicklung dahin, dass du wusstest, okay, Medusa muss so klingen, wie es klingt jetzt? Ich glaube, beim ersten Album war alles ein bisschen lockerer und beim zweiten Album ging es dann halt darum, dass man so mehr über Situationen redet, also mehr über das Jahr redet, was passiert ist, über positive Dinge und negative Dinge.
Und positiv war halt immer Hannah. So, ja. Das war immer das schönste Jahr. Deswegen sage ich auch immer wieder, es ist das schönste und schlimmste Jahr für mich gewesen. Und die hat dann alles so, glaube ich, schöner gemacht, als es war. Ja. Das Album an sich, ich muss ehrlich sagen, dieses Mal waren wir einfach ein super Team. Lukas hat seine Arbeit mit Julia zusammen einfach unglaublich gut gemacht, dass ich wirklich, die haben mir sehr viel Zeit erspart. Mhm. Und wir haben auch viele Musiker dazu geholt, die mitgeholfen haben. Und Mix und McCloud ist ja klar, die sind immer am Start. Und die haben ein bisschen weniger produziert, so im Sinne von Beats gemacht fürs Album, glaube ich, dieses Mal. Aber waren die vielleicht, also wie sehr waren die in den ganzen Albumprozessen involviert? Nee, die sind eigentlich auch da dabei, wenn andere produzieren. Ja. Das ist voll witzig, weil, wie gesagt, ich arbeite wirklich eigentlich sehr selten ohne Mixer und McCloud. Ja. Ich werde jetzt das erste Mal, glaube ich, in den nächsten Tagen im Studio sein ohne die. Aber die werden auch wieder kommen, aber es ist halt übelst komisch, ne? Also, ja, wie so ein Kind im Kindergarten ohne Eltern. Das ist, ich schwöre es dir, das ist so, dass ich habe halt eine andere Bindung zu denen und ich bin einfach nur so froh, wenn die da sind. Mhm. Sonst haben die eigentlich alles produziert, Bro. Also die Singles war halt so, dass ich Rhymes geholt habe aus London, der auch halt, wie du gesagt hast, für Steph produziert. Ja. Und den fand ich, habe ich halt mega gefeiert und sonst war eigentlich alles Mix und McCloud und ja. Lukas und Julia. Ja. Jetzt natürlich diese Ambivalenz, weil du hast gerade gesagt, man will viel von seinem Privatleben erzählen. Da war natürlich viel Negatives. Gleichzeitig bist du die Künstlerin, die bekannt ist für die Banger, die Hits bringt, die Club-Hits bringt. Wie schwierig war das zu sagen, boah, dieses Album soll nicht zu depressiv werden, das soll immer noch Loredana, das soll immer noch knallen, so. War das irgendein Gedanke im Studio oder ist es einfach natürlich passiert, weil du im Studio den Schalter umlegst und die Hits kommen? Um ehrlich zu sein, haben wir das alles ein bisschen nach Plan gemacht. Also wir haben auch, der Lukas, mein Manager, hat das auch alles ein bisschen so orientiert, so mit den Singles. Wir haben dann gesagt, okay, ich glaube, so die besten Songs von uns würden wir gerne am Ende lassen und nicht dieses Mal von Anfang an jetzt voll auf die Kacke hauen und sagen, wir machen jetzt hier voll die Hits und Pop-Sachen, sondern man hat auch gemerkt, das Intro sehr, also nicht für jeden Tag anhören, muss man einfach offen und ehrlich sein. Und jetzt kommt halt, ich glaube, jetzt kommt eine coole Single. Darauf freue ich mich echt riesig. Ich weiß gar noch nicht, ob die erstmal kommt oder zum Album. Ich glaube, die kommt zum Album, aber auf die freue ich mich am meisten. Weil das ist so ein Mensch, mit dem ich nie, es wird ein Feature. Es ist ein Mann und ich hätte niemals in meinem Leben gedacht, dass ich mit dem einen Song mache. Ja, wir können gleich drüber sprechen, wenn wir über das Album gesprochen haben. Ich finde den Titel extrem spannend. Ich weiß gar nicht, ob da so viel Gedanken drinstecken, wie man da rein interpretieren kann. Medusa ist natürlich die griechische Göttin mit den Schlangenhaaren. Ich weiß nicht, ob du die Story von Medusa kennst oder die dir mal so durchgelesen hast. Ja, habe ich. Also ich bin Fan von ihr, weil die einfach alles so versteinert hat. So. Ja. Und ich bin auch so ein Mensch, so, wenn ich in den Club reinlaufe, am liebsten, ich werde alles so versteinert kurz. Ja. Nee, nicht deswegen, sondern ich glaube... bei mir, ich hatte immer so eine komische Gabe, wenn ich irgendwo reingelaufen bin. Ich hatte ja keine High Heels an, ich habe keine Titten gezeigt und keinen Arsch, aber wenn ich reingelaufen bin, Dinger, hat sich der ganze Club umgedreht und gedacht, was ist das denn? So. Ja. Aber es lag wirklich nicht daran, dass ich 10 Kilo Make-up in meinem Gesicht hatte oder meine Titten und meinen Arsch gezeigt habe, sondern weil ich einfach so war, wie ich bin. Ja, natürlich, diese Versteinerungssache ist das, was am krassesten bekannt ist über Medusa. Die Story von ihr finde ich richtig schockierend. Ja. Die war eine wunderschöne Göttin angeblich, wurde dann von Poseidon, glaube ich, sogar vergewaltigt und wurde, also Medusa wurde dann bestraft dafür, dass sie vergewaltigt wurde. Mit diesen Schlangenhaaren und mit diesem Anblick, der die Leute versteinern lässt, wurde quasi ihrer Schönheit beraubt als Strafe. Also eigentlich so eine klassische Täter-Opfer-Verdrehung. Und dadurch auch voll das feministische Symbol irgendwie. Hat das eine Rolle gespielt? Ich hab mal ein Zitat rausgesucht von dem Komponisten, der die Oper Medusa vor circa 15 Jahren in München aufgeführt hat. Er hat gesagt, Medusa ist das Sinnbild für die Angst von Männern vor mächtigen Frauen. Und das fasst so ein bisschen auch deine Stellung im Deutschrap, finde ich, zusammen. Ja. Weißt du? Ja, Sinn macht's auf jeden Fall schon. Ich habe es jetzt nicht wirklich genommen, weil es jetzt einfach Medusa, Medusa, Medusa ist, sondern ich finde, es hat einfach gepasst. So, so ich bin so ein Mensch, so ich bin zwar eine Frau, aber ich krieg alles alleine. So, ich habe keine Angst vor Männern. So juckt mich nicht. Wenn ich mit 10 Männern an einem Tisch sitze, so, dann ist mein Mund auch offen. So, ja, dann sage ich auch meine Meinung und man wird
so, man hört mir zu. Das ist halt das Coole daran, dass man mir zuhört, wenn ich, egal mit wem ich unterwegs bin. Ich finde sowieso, dass eigentlich in jeder Zelle deiner Karriere so dieser feministische Geist irgendwie lebt, ohne dass du es so krass auf deine Fahne schreibst oder nach vorne trägst oder mit dem Finger drauf zeigst. Weil du hast schon immer Geschlechterrollen aufgebrochen. Ob du dein erstes Album King Laurie nennst statt Queen Laurie, jetzt diese Medusa-Sache. Du hast 9 Geschwister, glaube ich. 7 davon ältere Brüder, 2 ältere Geschwister. Das ist natürlich auch krass in so einer Familie, mit so einer Struktur, dann diejenige zu sein als jüngste Schwester, die das ganze Cash nach Hause bringt, wie du es sagst auf dem Intro, oder diejenige zu sein quasi, die es am Ende schafft und wie. Also ich finde das auch, was krass war, ne, weil ich finde das übelst cool. Ich bin so ein Mensch, ich bin voll stolz darauf, weil die Leute halt sagen, du hast deine Brüder darunter gemacht, weil du das Cash nach Hause bringst. Und ich denke mir so, Alter, wollt ihr mich verarschen? So, jeder arbeitet. Also der eine hat vielleicht eine Firma und der eine verdient vielleicht nicht so gut. Also alle haben einen guten Lohn, aber trotzdem habe ich mehr als die. Weißt du, was ich meine? Und so, und ich mache das doch gerne. So, weil, wollt ihr mich verarschen? Was soll ich denn mit dem Geld machen? Ja. So, weißt du, was ich meine? Ich kann mir nicht 10 Autos kaufen, weil da passen keine 10 Autos mehr rein. Ich habe 2 Autos. Ja. Ich bin völlig zufrieden damit. Irgendwie ist es gerade auch so, dass ich gar keine 2 Autos habe, weil die meine ganze Familie fährt. Ja. Also, weißt du, was ich meine? So, ich bin voll stolz, dass ich meinen Brüdern helfen kann. Oder dass, wenn mein Bruder mal eine Hilfe braucht, ob er 40 ist oder 20, spielt gar keine Rolle. Ja. So, ich bin die kleine Schwester, das heißt jetzt nicht, dass du mir alles für mich machen musst. Nee, überhaupt nicht. So, wenn du ein bisschen weniger verdienst, dann bin ich dafür da. Und ich glaube, darauf bin ich am meisten stolz. Dass das nicht, das ist halt so eine Regel. Keine Ahnung, wer das erstellt hat. Man muss auf die kleine Schwester aufpassen. Ja, so. Ja. Ich bin glücklich darüber, dass ich auch auf meinen großen Bruder aufpassen könnte, so gesagt. Ja, genau, das finde ich krass, diese klassischen Rollen oder diese klassischen Regeln, patriarchales Weltbild ein bisschen aufbricht mit all dem, was du eigentlich machst, so ohne so richtig den Finger drauf zu legen, sondern alles, was du machst, ist das. Ein Song finde ich richtig krass auf dem Album, der kam sehr überraschend inhaltlich auch, das ist Gangster, den finde ich richtig stark. Also hätte ich auch so aus der Perspektive nicht erwartet. Der ganze Song dreht sich eigentlich um so eine Kritik am Gangster-Life. Um falsche Freunde auf der Straße, um die Konsequenzen, die man da sammelt, dass es gar nicht so dieses romantische, coole, krasse Leben ist, wie es meistens natürlich auch gerade im Hip-Hop porträtiert wird. Wie kamst du auf den Song, dass der überhaupt entsteht und in der Art und Weise, wie es den gibt, dass der so zustande gekommen ist bei dir? Ich wollte dieses Thema unbedingt machen, also schon lange. Ich habe das so seit einem Jahr immer zu Mix und McCloud gesagt, bitte lass doch mal so einen Song machen, wo es einfach darum geht, dass bitte hör auf, ein Gangster zu sein. So, ich glaube, das liegt daran, dass ich nicht so Fan bin von Männern, die Hintermänner haben, wenn man das so sagen darf. Vielleicht als ein Star brauchst du das trotzdem. Also, damit man mich jetzt nicht falsch versteht, es gibt Rapper, die sind halt unterwegs und die brauchen Securities oder Hintermänner. Weißt du, so auf der Straße, wenn die halt mal einkaufen gehen und so. Aber ich finde halt dieses... Man regelt was für ihn, weil wenn dich halt jemand disst als Mann, so ein Rapper disst einen Rapper, dann finde ich, muss man damit klarkommen. Du hast 2 Features auf dem Album. Bevor wir über das eine krasse, große, sehr überraschende sprechen. Delara ist natürlich auf dem Album. 2 Leute hätte ich vielleicht auf dem Album erwartet. Zum einen Juju, mit der du natürlich einen Riesenhit gemacht hast, kein Wort. So vom Gefühl her wird dieser Song wahrscheinlich auf keinem eurer beiden Alben landen, einfach weil er auch so weit weg von beiden Album-Releases ist. Habt ihr noch mehr Songs gemacht oder war das einfach der eine und dabei habt ihr es jetzt erstmal belassen? Nee, belassen haben wir es nie eigentlich auf allen. Wir haben uns immer gesagt, so ey geil, wir müssen auf jeden Fall immer weiter Mucke machen. Wir sehen uns auch ab und zu und wir schreiben immer wieder und ich feiere sie einfach und sie feiert mich. Also es ist wirklich so, dass wir uns gegenseitig, wenn wir uns sehen, dann verstehen wir uns. Und ich finde, das ist viel wichtiger, weil wenn wir uns sehen, haben wir nicht wirklich die Zeit, immer darüber zu reden, ob wir jetzt eine neue Single machen. Das macht dann meistens das Management, wenn die halt Bock haben. Kennst du so, oh mein Gott, wir wollen unbedingt 2 Frauen auf einen Song haben. Und wir machen es dann einfach. Aber wenn wir uns sehen, dann ist es eigentlich nur Privates. Mhm. Wir reden dann, quatschen nur über Privates. Ob ein Song kommt, ich denke schon. Also ich denke, das wird auf jeden Fall mal passieren. Mhm. Wann es ist, das ist nicht geplant. Da sind wir eigentlich ganz chillig und locker. Ja. Zum anderen, Celine.
Ja. Celine ist dieses Jahr riesig auf die Bildfläche gekommen. Unter anderem durch dich auch. Du hast sie krass supportet, gerade am Anfang. Mittlerweile hat sie eine EP raus, unfassbar viele gute Songs erfolgreich rausgebracht. So, wie ist dein Verhältnis zu ihr und wie habt ihr zusammengefunden? So? Sie ist gesigned, also im selben Label bei Two Sides. Lukas, mein Manager, hat mir halt mal die Songs gezeigt und ich habe mir das angehört und ich habe gesagt, krass, Bruder, also der hat mir schon öfters Newcomer gezeigt und ich war nicht wirklich Fan davon und als ich sie gehört habe, habe ich gesagt, krass. Also und ich habe sie dann auch kennengelernt und sie ist halt jung, so sehr jung vielleicht auch und sie ist sich gerade dabei zu entwickeln und ich glaube, sie braucht genauso wie ich es gebraucht habe, ganz viel Zeit. Es wird nicht leicht sein, aber es wird auch sehr schön werden. Ja. Ich feiere sie, deswegen habe ich sie auch auf Tour mitgeschleppt und wollte unbedingt, dass sie auf der ganzen Tour mitspielt und bin mit ihr auf Bühne. Und ich supporte halt nicht, weil ich muss, auf keinen Fall. Bei uns im Management gibt es sowas nicht, dass jetzt der Lukas uns jetzt den Song schickt und sagt, ey, kannst du bitte supporten? Macht er nicht. Sondern wenn wir supporten, dann machen wir das einfach, weil wir es feiern. Und das ist halt voll cool bei uns so, dass man sich da nicht irgendwas vorleugnet oder was auch immer. Und ich habe sie einfach so gefeiert, dass ich es halt gepusht habe und immer wieder gepostet habe. Und wie du ja weißt, bin ich ein riesen Deutschrap-Fan, was die anderen nicht zugeben. Ja, ist so. Aber ich bin ein absoluter Deutschrap-Fan und ich feiere sie halt mega krass. Von den Frauen halt krass. Ich finde, von den Newcomern ist sie schon am besten dran. Ja, finde ich auch stark. Habt ihr schon mal Studiozeit miteinander gehabt, wenn ihr schon so eng seid? Und haben wir auch. Mhm. Also wir haben Studiozeit nicht wirklich, aber wir haben schon probiert, wie unsere Stimmen zusammen funktionieren. Und es kommt, glaube ich, gut. Und ich glaube, vielleicht in Zukunft, wenn sie jetzt, sie braucht wahrscheinlich ein bisschen Pause, weil die jetzt, glaube ich, auch ein EP rausgebracht hat. Ja, was ich auch übelst hart gefeiert habe. Mhm. Ich kenne jeden Song. Ich glaube, da wird schon was kommen. Also ich bin auf jeden Fall safe dabei. Kommen wir mal zu der einen Person, die, glaube ich, niemand auf deinem Album erwartet hätte. UFO 361. Ihr habt einen gemeinsamen Song gemacht. Also krass, ich habe es komplett nicht kommen sehen. War das seine Idee? War das deine Idee? Also vor allen Dingen auch, weil er der Einzige, so das, wenn wir Delara rausnehmen, was halt natürlich sowieso out the box ist, aber er ist so das einzige Feature auf dieser Platte. Vom Deutschrap. Ja, genau. Das haben wir auch, als wir dann das Feature safe gelegt haben, haben wir auch gesagt, wir belassen es so. Wir wollten eigentlich mehr Features haben, aber so UFO ist drin, Digga. Mhm. So. Damit ist nicht jetzt nicht gemeint, dass ich ein riesen UFO-Fan bin, sondern komplett eigentlich das Gegenteil, voll witzig gesagt, weil ich habe nie mich wirklich mit UFO befasst. Mhm. Und ich dachte immer so, ja, UFO zu verstehen ist sehr schwierig, aber sein Emotions war das. Als Emotions kam, dachte ich mir so, krass, ist das UFO? So wirklich? Und dann habe ich ihn für 2 Minuten im Studio gesehen. Und wirklich, das waren nur 2 Minuten. Und ich konnte direkt so ein Bild machen. Und ich dachte mir so, krass, der hat mich jetzt echt überrascht. Ja, UFO ist ein krasser Superstar, muss man sagen. Ja, also so auch das, was du vorhin gesagt hast beim Medusa-Thema, bei UFO ist so ähnlich. Er kommt in einen Raum rein und es ist vollkommen egal, wer vorher drin war. So, es ist UFO ist dann da. Das ist Ami. Ich finde, der ist so ein Amerika-Level. Ja, ja, safe. Und dadurch, dass er so ist, konnte ich das nicht verstehen. Und ich glaube, das hat dann viel damit zu tun, ob du Ami-Rap hörst oder ob du halt die Stars von Amerika kennst, wie die so sich geben. Ja, ja, 100%. Und ich habe ihn das allererste Mal, habe ich ihn im Baba Angora haben wir gegessen, Frühstück gegessen. Und er war, und wir haben uns nie Hallo gesagt oder gekannt oder überhaupt gesehen. Also gar keine Bindung zu UFO. Und ich habe den nur da gesehen und ich so, hi, was geht? Ne? Aus Respekt, weil man kennt sich vom Fernsehen oder YouTube oder keine Ahnung. Man ist irgendwie in der gleichen Welt unterwegs. So, kannst doch keinen verarschen. Ja. Und dann habe ich ihm hi gesagt. Ich so, alles gut, er so, alles super, er so. Ja, alles gut, danke, dass du hi gesagt hast und so, schön, cool, freut mich. Ja. Und halt so, und jetzt bin ich ein UFO-Fan geworden. Wirklich, der hat einen krassen Part gemacht. Hammer. Ich feiere seinen Part einfach so hart. Ich hab das ist crazy, so dass ihr zwei euch da auf dem Album gefunden habt. Das ist wirklich sehr, sehr überraschend. Und so noch so das letzte i-Tüpfelchen auf diesem Medusa-Album, was nochmal so einen krassen Überraschungsmoment rausgeholt hat zum Ende der Albumphase. Nimmt mich auch Wunder, was die Leute wieder sagen werden. Oh mein Gott, UFO, bitte nein. Nicht mit Loredana. Oh nein. Kennst du die Deutschrap-Fans werden das auch schon noch lernen. Das ist so witzig. Ja, ja.
Die werden das schon noch lernen. Vielen, vielen Dank, Loredana, für deine Zeit. Danke dir. Vielen, vielen Dank für deine Ehrlichkeit, für dieses Album. Und hoffentlich bis nächstes Jahr. Ne? Lass uns nicht zu lange warten. Positiv. Ja. Ich hoffe positiv, Bruder. Wenn wir nächstes Jahr sind, sehen, ich bin nicht verhaftet. Super, ich danke dir. Perfekt.